Sie sagen kurz und bündig, mehr Geld ins System und Griechenland wird zurückzahlen, wenn es kann und wie viel es kann. Ich hoffe doch, dass ich mich etwas weniger platt ausgedrückt habe. Griechenland hat zu viel Geld bekommen, aber es ist in einem schwarzen Loch verschwunden. Ich habe das schon 2010 kritisiert. Vor allem vor deutschen Zuschauern möchte ich sagen, es stimmt nicht, dass Deutschland nicht genug bezahlt hat. Deutschland hat zu viel gezahlt, aber es ist in falsche Kanäle geflossen. Das waren keine Investitionen in unsere Produktionskapazitäten. Die brauchen wir aber, um unsere Schulden zurückzuzahlen. Wenn Sie sich mal die enormen Rettungspakete angucken, all die Gelder, die nach Griechenland geflossen sind, 91% sind in den Bankensektor gegangen, um den Anschein zu erwecken, dass faule Kredite gute wären. Besser hätte man ins Wachstum investiert, um wirklich Schulden bezahlen zu können. Wir brauchen nicht mehr Geld von unseren Partnern. Wir müssen das Geld intelligenter anlegen und an unsere eigenen Quellen gehen. Also ein Beispiel. Als Finanzminister beschäftige ich etwa 50.000 Leute. Ich möchte 2/3 davon aus meinem Ministerium herauslösen. Sie sollen nicht mehr unter meiner Kontrolle stehen. Es geht mir dabei um die Eintreibung der Steuergelder. Wir möchten für Griechenland so etwas wie die IRS in den Vereinigten Staaten in Großbritannien schaffen. Also eine unabhängige Behörde, die die Steuern einzieht. Ich als Minister darf nicht mehr die Gelegenheit oder das Recht haben, auf die Steuerbeamten und ihre Vorgehensweise Einfluss zu nehmen. Es ist wichtig, politische, aber auch wirtschaftliche Beeinflussung auszuschließen. Finanzbeamte müssen geschützt sein vor politischen Interessen und wirtschaftlichen Interessen. Das ist also ein ganz konkreter Vorschlag, den wir auf den Tisch legen. Schaffung dieser unabhängigen Behörde, die nur dem Parlament rechenschaftspflichtig ist, nicht mehr dem Ministerium. Das ist für Griechenland etwas ganz Neues, dass der Finanzminister nicht mehr die Steuerbehörde beaufsichtigt. Eine wichtige Reform. Bringen Sie auch Vorschläge mit, wie Sie die Reichen besteuern wollen? Diese Frage ist ja nicht nur bei uns Journalisten beliebt. Werden die Griechen endlich ihre Reichen besteuern? Werden Sie darüber reden? Natürlich. Wir haben bereits eine gute Arbeitsgrundlage mit den Schweizer Behörden vereinbart, um Steuersünder zu finden. Wir sind dabei, ein ähnliches System in Griechenland selbst zu schaffen, um Geld zu finden, das durch das griechische Bankensystem, Schweizer Banken oder generell ins Ausland geschleust wurde. Und Sie werden sehr bald sehen, wie wir dafür sorgen werden, dass Steuersünder ihren Anteil an den Kosten der Krise tragen. Und zwar so, dass es steuerlich klug ist, aber auch sozial gerecht. Spanien und Portugal mussten ebenfalls sehr harte Reformen hinnehmen. Auch da ist Reform zum Unwort geworden. Doch diese Länder kommen nun allmählich aus der Rezession heraus und erholen sich. Warum funktioniert das in Griechenland nicht? Einfache Antwort. Wenn wir das Glück gehabt hätten, dieselbe Finanzkonsolidierung zu erleben wie Spanien und Portugal, stünden wir heute besser da. Aber das ist der Preis, den wir zahlen müssen, weil wir die ersten waren, die aus den Märkten herausgefallen sind. Sie können natürlich einwenden, und ich würde Ihnen zustimmen, dass Griechenland die höchsten Schulden in Europa hat. In der Eurozone waren wir das schwächste Glied in der Kette, und wir haben am meisten zu leiden gehabt. Aber in dieser Diskussion soll es doch nicht Zahn um Zahn, Auge um Auge gehen. Wir müssen uns auf das Machbare konzentrieren. Wie können wir Wachstum in Griechenland schaffen, damit wir unsere Schulden so weit wie möglich zurückzahlen können? Das sollte unser gemeinsames Projekt sein. Sie wurden als anstrengend bezeichnet, als fordernd, provozierend, amateurhaft war auch so ein böses Wort. Wenn wir die Rhetorik mal beiseite lassen, würden Sie zugeben, Anfängerfehler gemacht zu haben? Gegenfrage. Habe ich Sie bis jetzt genervt?
Finden Sie mich anstrengend? Noch nicht. Jeder, der behauptet, keine Fehler zu machen, ist ein gefährlicher Dummkopf. Natürlich haben wir Fehler gemacht. Lassen Sie mich klarstellen. Wir sind nicht gewählt worden, um den Leuten weiterhin irgendetwas vorzumachen. Das hat die vorige Regierung 5 Jahre lang getan. Meine Vorgänger waren in Europa beliebt, weil sie zu allem Ja sagten. Ja, zu was eigentlich? Zu einem Programm, das gescheitert ist. Für uns, gerade für mich als Finanzminister, wäre es doch die leichteste Übung gewesen, in der ersten Woche alles zu unterschreiben und 7 Milliarden von Europa und dem Internationalen Währungsfonds zu kassieren. Alles weiter wie gehabt. So tun, als ob. Nichts wäre einfacher. Für uns ist es sehr schwierig, diese Verhandlungen zu führen, dabei zuzusehen, wie unserem Land allmählich das Geld ausgeht, immer wieder als Querulanten beschuldigt zu werden und so weiter. Aber es ist richtig. Ich werde von Europa keine Kredittranche mehr akzeptieren, solange wir nicht einen vernünftigen Plan, ein Programm haben, das machbar ist und erfolgreich sein könnte.